Es fängt gut an in Ephesus, der Stadt, in der Paulus einige Jünger findet, die mit der Taufe des Johannes getauft sind, aber den Heiligen Geist noch nicht kennen. 12 an der Zahl, empfangen sie die Gaben des Geistes und verkündigen Gott, sowie eine neue Kerngemeinde mit 12 Jüngern. Paulus selbst tut hier seine spektakulärsten Wunder. Selbst seine Schweißtücher und Schürze werden verwendet, um Kranke zu heilen und kann etwa 2 Jahre lang frei wirken. Es scheint, als würden die Widersacher des Evangeliums von dessen Ausbreitung keine Notiz nehmen, bis der zunehmende Glaube wirtschaftliche Konsequenzen für sie hat. Demetrius und die Kunsthandwerker rotten sich zusammen und machen einen Aufruhr. Groß ist die Artemis der Epheser. Es gibt kein Blutvergießen, aber die Zeit der ungehinderten Mission ist vorbei. Für Paulus nicht nur in Ephesus, sondern bald überhaupt. Denn er macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verabschiedet er sich in Milet. Wissend, dass er sie nicht wiedersehen wird, gibt er ihnen Zeugnis von seinem eigenen Dienst, ruft sie auf, der Gemeinde treu als Aufseher zu dienen und warnt sie vor dem kommenden Abfall aus ihren eigenen Reihen. So wie in Ephesus wird der Fortschritt des Evangeliums auch heute noch Widerstand hervorrufen, so dass unser Erfolg Grund für unsere Verfolgung sein wird. Über unsere Zukunft schreibt Ellen White im Großen Kampf auf Seite 609: In dieser Zeit der Verfolgung wird der Glaube der Diener des Herrn geprüft werden. Sie haben im Hinblick auf Gott und sein Wort die Warnung treulich verkündet. Gottes Geist wirkte auf ihre Herzen und zwang, sie zu reden. Dennoch werden manche, wenn der Sturm des Widerstandes und der Schmach über sie hereinbricht, vor Bestürzung überwältigt, bereit sein auszurufen: Hätten wir die Folgen unserer Worte vorhergesehen, sie wären ungesagt geblieben.